Herzlich willkommen zur Senderei Lichtblick. Heute aus Mecklenburg-Vorpommern, richtig? Ja. Ja, aus der Nähe von Anklam. Karl-Heinz, du hast ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter dir und ich bin ganz gespannt, deinen Lebensbericht zu hören. Ja, ich möchte mein Leben zuerst festmachen an Gottes Wort, an der Bibel. Vielleicht kann ich damit jemand helfen, von seiner Sucht loszukommen, denn das ist ein Teil meines Lebens, aber auch die Befreiung und wie ich dadurch frei wurde. Und die Bibel sagt etwas, das habe ich damals noch gar nicht gekannt. Im Psalm 40 von 1 bis 6 möchte ich lesen: Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einem Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl ich nicht zu zählen sind. Ja, ich bin 1942 mitten in dem Zweiten Weltkrieg geboren. Mein Vater ist im Krieg geblieben und meine Mutter, die hatte schon ein sechsjähriges Kind gehabt. Ich bin also ein Kriegskind, das, wenn man so will, nicht gewollt war, nicht gewünscht und daher auch schon aus der Kindheit mit Problemen behaftet. Es kam dann die Nachkriegszeit, ich kam in die Schule und habe dann 8 Klassen gemacht und bin in die Lehre einer Ausbildung gegangen und habe dann einen Beruf gelernt, 3 Jahre. Und da war der erste Einschnitt in meinem Leben, dass ich diesen Beruf gar nicht wollte. Ich wollte mir etwas anderes. Aber meine Mutter wollte durchaus, dass ich dieses mache, und da war der erste Bruch in meinem Leben. Ich spürte dann auch, dass die Liebe meiner Mutter zu dem ersten Kind größer war, es war ein Mädchen, als zu mir. Und ich hatte mich zurückgesetzt und ich war oft ein Schoßkind meiner Großmutter. Und da fing der erste Bruch an, auch zu meiner Mutter. Ich merkte schon als Kind ein Defizit und ging dann schon auf die schiefe Bahn. Bin zwar kein Verbrecher geworden, aber es sind dann viele Dinge in meinem Leben gewesen, die ich an und für sich so nicht haben wollte. Und dann kam die Jugend, dann kam die Freiheit, die angebliche Freiheit für mich, dann kam der Alkohol und meine Lebensmaxime war damals sowieso ohne Gott, zumal ich in einem atheistischen Staat hier gelebt habe, in der damaligen DDR. Ich bin zwar getauft worden und konfirmiert worden und das war's mit der Kirche. Ich hatte es nicht mal nötig, Heiligabend zur Kirche zu gehen, denn Gott gab es für mich nicht. Und wenn es einen Gott gegeben hätte, dann wäre ich sehr schlimm dran, dann hätte ich ja müssen mein Leben ändern. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mein Leben so leben, wie ich es gelebt habe. Und in Wirklichkeit lag ich damals schon verkehrt. Denn mein eigentliches Lebensziel, glücklich zu werden und in dem Leben etwas zu schaffen, ist schon da gescheitert. Ich fing dann frühzeitig an, mit Alkohol in Kontakt zu kommen. Und es wurde dann immer mehr nach den ersten Besäufnissen, kam dann regelmäßiges Trinken, kam dann heimliches Trinken und dann wurde das Ganze unheimlich. Als ich dann 18 Jahre alt war, verstarb meine Schwester. Und ich hatte immer noch ein bisschen Halt an meine Schwester und da kam der zweite Bruch in meinem Leben, sodass ich das noch mehr dann mit Alkohol bekämpfte. Ich selber hatte auch Angst gehabt dann vor dem Sterben und versuchte dieses Ganze zu überspielen. Selbst bei der Beerdigung bin ich angetrunken hingegangen, weil dort auch meine Angst so groß war. Und meine Mutter hatte immer zu mir gesagt: Mein Sohn, komm auf eine andere Spur. Sonst wird es in deinem Leben mal ganz schlimm werden. Und ich habe gedacht, versteht die Alte schon davon, was ein junger Mensch will? Für mich war die Devise Leben und Leben lassen.
Für mich war die zweite Devise, genieße das Leben ständig, denn du bist mehr tot als lebendig. Dass das andersrum mal kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass es einen Gott gibt, der einem helfen kann. Aber ich hatte zum Pech oder auch zu meinem Glück eine fromme Mutter. Und diese Mutter hatte mir gesagt, du kannst mir alles verbieten im Leben, aber nicht, dass ich für dich bete. Und auch da wusste ich noch eine Antwort. Dann habe ich gesagt, wenn du nicht aufhörst, für mich zu beten, dann werde ich dich umbringen. Denn ich wollte kein Christ werden. Ich hatte die ersten körperlichen Probleme, ich hatte die ersten sozialen Probleme. Ich habe dann die Arbeit gebummelt und alles, was dazugehört. Und war dann mehrmals am Tag besoffen, nicht nur betrunken, sodass ich in den Sumpf dann abgestiegen bin. Und so ging das Jahr ein Jahr aus. Und bei dieser ganzen Geschichte hatte ich immer die Worte meiner Mutter in den Ohren, bring dein Leben auf einen anderen Kurs. Und ich wollte nicht, dass meine Mutter recht kriegt. Und ich wollte auch auf keinen anderen Kurs, denn ich hatte die Freiheit gesucht. Und die Freiheit, dass sie im christlichen Glauben und bei Gott zu finden war, das habe ich damals nicht geahnt. Das war meine Unwissenheit. Bis ich dann den zweiten Selbstmordversuch hinter mir hatte und so weit abgestiegen bin, an Alkohol gebunden war, eine Flasche Schnaps hat nicht gereicht, 30 bis 40 Zigaretten. Und ich war dann auch okkult belastet. Ich hatte mit Aberglauben zu tun, schon in der Erbbelastung her, das habe ich später erfahren. Und bis ich mal jemand für mich beschäftigt hatte, als ich diesen Abstieg gemacht habe, ich war damals 28 Jahre. Und da kam jemand zu mir und sagte, so geht's doch mit dir nicht weiter. Und meine Mutter hatte verschiedene Hilfe gesucht. Sie hat bei Ärzten gefragt und Ärzte haben gesagt, wir können nicht helfen. Wir werden nur über so ein Leben einmal einen Totenschein ausschreiben. Und das war's dann gewesen. Und ich wollte vom Prinzip her leben. Aber ich wollte nicht Gott dazu, weil ich gedacht habe, wenn man mit Gott lebt oder mit Jesus Christus lebt, dann ist es kein Leben, dann ist es ein Zwang. Meine eigentliche Befreiung habe ich dann an dieser Stelle noch gar nicht gespürt, dass sie eventuell auf dieser Strecke in dem guten alten Gott der Bibel zu finden ist. Ich habe zwar eine Bibel besessen, aber habe sie nicht gelesen, weil ich sie auch nicht verstanden hatte und auch nicht wollte. Und dieser Mann, der mich dann nachging, als ich 28 Jahre alt war und in mein Elend kam, das war ein gläubiger Mann, es war ein Prediger. Und der hat mir erzählt, dass es in der DDR eine Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren gibt und die kümmern sich um Alkoholiker. Und dieser Mann hat eine Verbindung hergestellt zur Insel Rügen in ein christliches Heim, wo ich dann hinfahren sollte zu einer sogenannten Besinnungswoche. Und in dieser Besinnungswoche waren 60 Menschen, Betroffene. Und ich lernte dort Menschen kennen, die strahlten, die Freude hatten. Und ich selber kannte diese Freude in meinem ganzen Saufen nicht, denn mein Leben war nur ein Saufen, ein Schlafen. Es war ein Dahinvegetieren, es war kein Leben mehr. Und dann begriff ich, es gibt noch etwas anderes. Hier sind Menschen, die sind fröhlich ohne Alkohol. Hier sind Menschen, die sind frei. Hier sind Menschen, die glauben an den lebendigen Gott. Und ich hatte eine innerliche Sehnsucht, diesen Jesus Christus kennenzulernen. Und meine Mutter hat ja 12 Jahre für mich gebetet. Und 12 Jahre war ich mit dem Alkohol in Verbindung. Heute weiß ich, dass es 6 Jahre normales Trinken war und 6 Jahre ein abhängiges Trinken. Und dazu der viele Nikotingenuss und das wenige Essen. Ich hatte mehrere Entzugszustände gehabt. Ich hatte Delirium Tremens gehabt. Das ist zu Deutsch der Säuferwahnsinn. Ich habe mich alleine entgiftet. Man hat damals im Krankenhaus dieses noch nicht gesehen. Und als ich in Serlin auf Rügen angekommen bin zu dieser Besinnungswoche, bin ich noch mit einer Flasche Schnaps hingefahren. Und ich merkte, hier sind Menschen, die haben etwas, was du nicht hast. Und da war meine Sehnsucht so groß, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur noch gewinnen, hör dir das mal an. Und da war es meine Neugier und meine Not, die mich haben hineinhören lassen in Gottes Wort. Und dass ich die Menschen hier gesehen habe, hat mich überzeugt, es muss einen Gott geben, der Menschen verändert. Sie haben ihre Geschichte erzählt, wie ich sie heute erzähle. Dass sie abgestiegen sind bis in den sozialen Sumpf. Ich war Gott sei Dank noch nicht verheiratet. Ich musste Gott sei Dank keine Familie aufgeben. Ich hatte nur meine Mutter und mein eigenes Leben. Und trotzdem hat Gott an mich gedacht. Und während dieser Besinnungswoche fühlte ich mich angesprochen, da wurde Gottes Wort verkündigt.
Und plötzlich merkte ich, du bist ja gemeint. Und ich habe mich dann sofort am ersten Abend jemand anvertraut und habe mein Leben geordnet. Mir fiel dann alles ein, was ich früher verdrängt habe. Schuld und Sünde, wie die Bibel es nennt. Ich war an allen Geboten schuldig. Aber ich habe keinen Moment daran gedacht, dass Gott, wenn es ihm gibt, und ich versuchte an ihm zu glauben, dass er mir trotzdem helfen kann. Und er hat geholfen und ich setzte meinen Glauben in Bewegung. Ich bin dann frei geworden, sofort. Ich habe mich selber entgiftet. Und ich habe zwar 3 Tage noch gezittert an Hand und Fuß und habe einen kalten Entzug mitgemacht und er war furchtbar. Ich wusste, es gibt nur eins, entweder jetzt ganz durch zum Leben oder ich gehe kaputt an dem Alkohol. Ich wusste, dass diese Krankheit mit Rückfällen behaftet ist. Und vom Instinkt her wollte ich leben und habe die Chance gemerkt, jetzt oder nie. Und dann habe ich dieses für mich festgemacht. Ich habe mich diesem Seelsorger anvertraut, mein Herz ausgeschüttet. In mir brach nicht nur eine Welt zusammen, sondern es brach alles zusammen. Mein Äußeres, mein Inneres. Und nach 3 Tagen hatte ich mich dann erholt und fing an zu essen. Und die das erlebt haben dort, diese 60 Menschen, die haben gesehen, Gott hat hier ein Wunder getan. Ich wollte dieses Wunder noch gar nicht glauben. Als ich im Spiegel geguckt habe, ich habe nicht eine große Veränderung gespürt. Aber das Innerliche hat mich überzeugt. Du musst nicht mehr trinken. Der Geschmack von Alkohol, er ist weg gewesen. Das sind jetzt 31 Jahre her, ohne einen Rückfall. Und ich bin dann nach Hause gekommen und meine Mutter sagt, mein Sohn, hast du das geschafft? Sie hat es auch nicht geglaubt, weil ich das so oft versprochen habe. Und dann hat sie es gesehen, dass ich das geschafft habe. Ich bin dann zu Hause wieder eingezogen, ich war ledig. Und dann habe ich für eine gläubige Frau gebetet. Nur eine Frau, die diesen Weg geht, kann dir helfen und mit der kannst du dein Leben teilen. Und das hat 2,5 Jahre gedauert. Ich hatte noch mit dem Nikotin zu kämpfen. Ich lernte dann 2 Jahre nach meiner Abstinenz vom Alkohol einen Prediger auch wieder kennen. Und der sagt, wann wirst du denn mit dem Rauchen aufhören? Und das war mir ein Elend, dieses Rauchen. Die eine Sucht war ich los, in der anderen war ich drin. Der Nikotinverbrauch hat sich sogar noch erhöht. Und dann hat er gefragt, willst du auch davon abkommen? Mein Wille war auch, davon abzukommen, mit meiner Kraft, wie vom Alkohol, und mit Gottes Hilfe. Und ich bin sofort, es mag mysteriös klingen, sofort davon frei geworden. Ich brauchte bis heute nicht mehr rauchen. Und das sind 28,5 Jahre her. Und so habe ich dann für meine Frau gebetet. Ich wollte nicht alleine sein, ich sehnte mich dann nach Gemeinschaft. Und Gott hat ja auch den Menschen die Ehe gegeben, um diese kleine Zelle der Gemeinschaft zu pflegen, um glücklich zu werden, um auch Kinder in diese Welt zu haben und ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und dann ging es auch betrieblich vorwärts. Ich bin dann wieder eingegliedert worden in einen Betrieb und habe dann eine andere Arbeit gemacht, die mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich getrennt von den Leuten, wo ich meine Suchtstrecke mitverbracht habe und habe mir einen ganz anderen Personenkreis aufgebaut. Einen Kreis, die mich verstanden haben, auch in meiner Abstinenz. Ja, und dann hat mir das Arbeiten auch wieder Spaß gemacht. Ich war pünktlich und ich bin dann abends in einem Freundeskreis gegangen, wo man über Gott und die Welt spricht. Ich habe gemerkt, du musst ein neues Leben haben und es gelingt dir nur, wenn du wieder Werte, innere Werte deines Lebens bekommst. Und das ist Stabilität. Das ist Glaube, der wachsen muss. Das ist der innere Frieden, der mich gehalten hat und getragen hat. Dann lernte ich meine Frau kennen. Ich habe für sie gebetet. Ich war auf einer Dienstreise und machte dort dann einen Absteiger zu einer Besinnungswoche für ein paar Tage. Und dort sagte jemand zu mir, willst du nicht mitkommen in eine Kirchgemeinde? Ich habe dort einen Vortrag über Alkohol und Drogen. Und ich würde dich gerne dazu nehmen, dass du ein Zeugnis sagst, dass du Menschen ermutigst, genauso wie ich das jetzt tue. Dass Menschen herauskommen aus der Sucht und Bindung. Dass sie durch Gottes Gnade und durch ihre Kraft und durch Gottes Hilfe frei werden von diesen Süchten und Bindungen. Und dann sind wir in ein kirchliches Haus gefahren, es war im Erzgebirge. Ich kannte diese Frau nicht, aber ich habe ja letztendlich 2,5 Jahre gebetet. Und als ich sie dann gesehen habe, da wurde mir klar, das wird deine Frau. Ich konnte es den anderen gar nicht sagen, weil das so spannend war. Ich selber wusste gar nicht,
welchen Stand, sozialen Stand diese Frau überhaupt hatte. Und als wir dann an dem Abend dort rausgingen, fragte ich ihn nach der Adresse dieser kirchlichen Angestellten. Sie war Gemeindeschwester. Und das ist, was ich gesucht habe, ein Mensch, mit dem ich zusammen die Strecke gehe, um anderen Menschen zu helfen, damit andere auch wieder glücklich werden, durch mein Elend, durch mein Schicksal, wie auch immer. Und dann schrieb ich dieser fremden Frau, was meine Frau werden sollte, einen Brief, dass sie meine Frau wird. Das war ein großes Wagnis. Sie hat es dann geprüft vor ihrem Seelsorger. Ich habe es geprüft. Und dann haben wir uns ein paar Mal gesehen und nach 3 Monaten geheiratet. Und in diesem Jahr sind wir 30 Jahre verheiratet. Gott hat die Ehe gesegnet. Das war ein gewaltiger Lebensabschnitt. Es kamen dann 2 Kinder. Und dann gab es eine neue Veränderung. Ich wollte dann hauptamtlich in diesen Dienst. Und in der damaligen DDR war das Alkoholproblem sehr groß. Das Alkoholproblem hat mit der Arbeitslosigkeit nicht absolut was alleine zu tun. Es ist nur noch ein sozialer Punkt mehr, wo die Not noch größer wird. Und zu DDR-Zeiten gab es kaum jemand, der sich um die Not dieser Menschen beschäftigt hatte. Aber die Kirche hatte dafür ein Ohr. Und ich war inzwischen wieder Mitglied der Kirche geworden und habe mich dann beworben, mit meinem Schicksal diese Arbeit in den Reihen des diakonischen Werkes zu tun. Dann hatte ich noch eine Ausbildung in Psychologie und Theologie, eine Kurzausbildung, um mit Menschen arbeiten zu können. Und dann bin ich in diese Arbeit gegangen. Wir wohnten dann noch in einer Stadt, bevor wir dann auf ein Dorf gezogen sind mit meiner Frau. Und wir haben ein leerstehendes Pfarrhaus für diese diakonische Arbeit an Schwachen, an Gebundenen, an Kranken, an Menschen, die im Leben nicht klar kamen, dass wir diese Arbeit durchführen. Und so hatte Gott uns dann über die Gebetserhörung ein leerstehendes Pfarrhaus geschenkt. Eine Kirche, alles war in einem sehr desolaten Zustand. Und wir haben dann angepackt und hatten viele Freunde. Ich hatte damals schon eine Gruppe und dem Staatssicherheitsdienst hat das sehr geärgert, dass ich mich um Menschen gekümmert habe. Überall, wo es eine Menschenansammlung gab, vermutet man Opposition. Und sie haben dann in meiner Stasi-Akte reingeschrieben, dass ich in politischer Hinsicht nicht organisiert bin, aber seit 15 Jahren ein fanatischer Verfechter des christlichen Glaubens bin. Und ich kann nur da sagen, ich bin kein Fanatiker, aber ich bin ein gläubiger Christ geworden. Und von seiner jetzigen Tätigkeit, so wird hier weiter in der Stasi-Akte geschrieben, es ist alles gut kontrolliert worden, ist er örtlich und überörtlich tätig und versucht, seinen Einfluss auf Alkoholiker auszubauen. Dazu kann ich nur sagen, mein Einfluss hat immer der Not des Menschen geholfen und der Hilfe für die Kranken, für die Gebundenen und Schwachen. Und so hatte Gott uns dieses Pfarrhaus geschenkt. In diesem Pfarrhaus sind wir heute noch. Inzwischen betreue ich 300 Menschen mit verschiedenen Nöten. Wir machen diesen Dienst gemeinsam mit meiner Frau. Nur an einem Strang kann man hier ziehen und hier etwas bewegen. Wir haben vielfältige Veranstaltungen. Ich selber führe Therapien durch an der Ostsee in christliche Häuser und Heime mit über 100 Menschen. Und da kommen Menschen von verschiedenen Abhängigkeiten. Alkohol ist die Droge Nummer 1. Aber es gibt dann noch die pathologische Spielsucht. Dann gibt es die Bulimie, die Essbrechsucht. Dann gibt es die Anorexia nervosa, die Magersucht. Und dann gibt es eben die illegalen Drogen und die legalen Drogen, wie man immer will. Und so hat jeder sein Problem. Und diese Probleme bringen wir mit Menschen gemeinsam vor Gott. Wir versuchen natürlich auch erst den medizinischen Weg einer Entgiftung zu gehen, wie es sein muss. Nebenbei habe ich eine Beratungsstelle, dass ich Alkoholiker berate, betreue. Ich bin Leiter von Selbsthilfegruppen und ich gehe auch im Gefängnis als Gefängnisseelsorger. Mir ist es nie leid geworden, dass ich mich für diese Art Beruf entschieden habe. Es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Denn ich war ein Atheist gewesen, ein Atheist ohne Ideologie und trotzdem so gottlos. Aber die Gebete meiner Mutter und der Abstieg in mein Leben und meine Sehnsucht, Leben zu haben, ein erfülltes Leben, habe ich dann in Jesus Christus bekommen und ist nie weggegangen. Und dazu gehörst du den Menschen, die auch keine Rückfälle kennen, weder in dieser Hinsicht noch der anderen Hinsicht. Denn ich weiß,
dass Jesus einen in der Wahrheit behütet, bewahrt und trägt. Und nun interessiert mich deine Stellung zu Israel, was du denkst. Weil ich Christ bin, habe ich auch Gemeinschaft mit vielen anderen Christen. Und Jesus ist ein Jude. Und die Heimat der Juden ist Israel. Das ist ihre Heimat von Gott. Das ist ihr Land. Das ist eine biblische Sache, die schon 3000 Jahre alt ist mit Jerusalem. Und daher ist meine Position, dass es einen Palästinenserstaat nie gegeben haben, sondern dass es Araber sind. Und diese Araber wollen scheinbar friedlich leben, aber ein Terror ist noch nie friedlich, den kann man nicht friedlich leben, und ein Terror ist immer etwas zerstörerisch. Und hinter dem Terror steht nicht nur der Islam alleine, sondern da steht auch die Macht der Finsternis, die Macht des Teufels. Und das ganze palästinensische Problem lässt sich so nicht lösen. Israel kann nur dann Frieden haben und kann seine Waffen zurückhalten, wenn Israel auch von den Arabern als Staat anerkannt wird. Denn 1948 ist Israel von der UNO, von Russland, von der damaligen Sowjetunion, zuerst anerkannt worden. Und warum tun die Araber sich so schwer, dieses Volk, was eine legitime Anerkennung der UNO hat, nicht anzuerkennen? Und die Araber haben das meiste Teil Land und es ist sehr viel Geld von Ölquellen. Warum nehmen sie nicht diese Palästinenser auf? Warum muss das Elend sein? Karl-Heinz, kennst du dich ein bisschen in der Geschichte Israels aus? Was ist 1948 geschehen? Als Christ habe ich selbstverständlich auch eine Verbindung zu der Quelle des Christentums. Und Jesus Christus ist ja Jude. Und die ganze Heilsgeschichte, die in diesem Land abläuft, ist ja im Alten und Neuen Testament festgehalten. Und als biblischer gläubiger Christ kenne ich mich natürlich auch über diese Geschichte des Jesus Christus und seines Volkes aus. Ich möchte da ein paar einige einzelne Grundzüge mal nennen, die für mich so wichtig sind. Jesus ist gestorben in diesem Land für alle Menschen. Und dieses Land gehört den Juden. Das ist in der Bibel festgemacht, schon 3000 Jahre lang. Und die Juden leben in aller Welt. Und wir leben in einer Zeit, wo diese Juden nach Hause kommen sollen, weil es das prophetische Wort im Alten Testament so verheißt. Und Israel hat sehr viel Land weggegeben, obwohl es dieses Land ja von Gott bekommen hat. Und das Grundbuch dieses Landes ist die Bibel, die deutlich die Grenzen dieses Landes zeigt. Inzwischen hat es aber sehr viele politische Veränderungen gegeben und plötzlich tauchte da der Name Palästina auf. Die Palästinenser sind mit keinem Wort in der Bibel erwähnt. Sie sind Araber und die Juden sind keine Araber im größten Teil von der Herkunft. Es gibt natürlich auch arabische Juden und das meiste bei diesen Juden ist, dass sie nicht verstanden werden, dass sie ihr Land schützen. Dieses Land ist 1948 anerkannt. Von der UNO, Russland hat dieses Land anerkannt. Und mit dieser Anerkennung verbirgt sich auch dahinter, dass dieser Staat rechtlich relevant dort ist und dass er auch Beachtung finden muss von seinen Nachbarn. Und die arabischen Staaten tun sich sehr schwer. Und jetzt ist plötzlich dieses Volk der Palästinenser da unter Arafat. Und solange ich mich besinnen kann, und wenn man die Geschichte kennt, hat es dort Terror und Krieg gegeben. Israel möchte im Frieden leben mit seinen Nachbarn und die Palästinenser sind nicht die, die dieses Land gehört. Und daher müssen sie zuerst aufhören mit den Bomben. Welche Armee in dieser Welt muss Schulen schützen? Welche Armee in dieser Welt muss Kindergärten beschützen? Und die UNO weiß es ganz genau, und das weiß ich als normaler Mensch und Christ, dass Nagelbomben etwas Furchtbares sind, dass sie eine furchtbare Zerstörung und dass Angst und Schrecken auch dort ausgeübt wird. Und Israel möchte Frieden. Gott ist mit diesem Land und die Geschichte wird es einmal zeigen.
Und trotzdem ist dieses Volk unterwegs. Und wenn der Terror aufhört, dann kommt auch dieser Friede im Land. Und dann, denke ich, kann man mit Israel darüber reden. Denn Jesus, von seinem Ursprung her, ist der Friedefürst. Er will keine Kriege. Kriege machen die Menschen. Kriege werden durch Religion gemacht. Aber das Christentum ist keine Religion, wo Krieg geführt wird. Und daher denke ich, dass Israel diese Legitimität haben muss, dass es ein Anrecht hat auf diese Stadt, auf die Stadt Jerusalem, was die Heilige ist. Sie muss natürlich über Verhandlungen mit vielen der Nachbarn über diese Dinge einig werden. Karl-Heinz, sind die Palästinenser wirklich Palästinenser oder wer verbirgt sich hinter diesem Namen? Wenn man die Geschichte genau kennt, und das kann man eben nur, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man gehört hat, die Palästinenser hat es in dieser großen Zahl gar nicht gegeben, denn es haben in diesem Land Nomaden und Beduinen gelebt. Und Arafat hat dieses Volk benannt, weil es Araber sind. Es sind Gastarbeiter gewesen, die in dieses Land gekommen sind. Und dieses Land ist so gewaltig geworden dann. Und Arafat hat die Welt auch irre geleitet, indem er immer wieder zum Terror aufruft und diese Menschen missbraucht. Und auch Kinder, die in den Krieg geschickt werden, zu sterben für den Glauben. Das ist nicht von dem Gott der Bibel her. Und das ist, was Israel zerstört und die Welt nicht zur Ruhe bringt. Und ich denke, dass nur Gebete der Christen und eine Aufklärung auch, was sich dort in diesem Land abspielt, damit man die Tatsache erkennt, es ist das jüdische Volk, das Besitz hat über dieses Land und die Palästinenser, sie brauchen ihr Land. Das muss man politisch klären. Aber es kann man nicht mit Gewalt von Israel zurückbekommen. Wie denkst du, sollte sich Deutschland verhalten im Konflikt Israel gegenüber? Ich denke, dass Deutschland eine Schlüsselrolle spielt in diesem Nahostkonflikt. Sie haben zu vermitteln, gerade wir Deutsche, wir haben ja eine tragische Geschichte mit den 6 Millionen Juden, die durch das Holocaust gegangen sind. Und Deutschland kann es sich nicht erlauben, dass deutsche Soldaten wieder da unten hingestellt werden als sogenannte Blauhelme. Wie furchtbar, wenn ein deutscher Soldat einen Juden erschießt, dann holt uns die andere Geschichte und Schuld wieder ein. Deutschland sollte alles tun, um hier Frieden reinzubringen zu beiden Seiten. Auf der einen Seite daran setzen mit den Mächten, die da sind, die Verantwortung tragen, dass dieses Morden und dieser Terror aufhört, dass Israel wirklich und seine Nachbarn im Frieden leben können. Das ist meine Meinung als Christ und als Bürger dieses Landes. Und da appelliere ich an die Kirchen, ich appelliere an die Politiker, sich hier für einzusetzen und nicht müde zu werden, weil es ein gefährlicher Brandherd auf der Welt sonst wird. Herzlichen Dank, Karl-Heinz. Ich wünsche dir Gottes Segen für deine Arbeit, auch Schutz für deine Familie. Und ich denke, dein Bericht wird viele Zuschauer ansprechen und berühren. Dankeschön. Dankeschön. Zeigt der ganzen Welt.